Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks. Ja, eine weitere Runde und die letzte Folge hat Shifty mich gerade darauf hingewiesen. Funktioniert aus irgendeinem Grund nicht, also auch bei mir nicht. Am ersten Tag lief sie noch, jetzt aber nicht mehr. Finde ich ein bisschen komisch. Naja, was auch immer. Meine alte Festplatte ist ja jetzt inzwischen ein bisschen beschädigt. Gut, das darf die jetzt auch seit... Wie lange habe ich die jetzt schon? Lass mich kurz überlegen. 5 Jahren Laufzeit darf sie das auch ruhig mal sein. Ein bisschen defragmentiert, ein bisschen kaputt. Ihr wisst schon, so typische Festplattenprobleme. Jetzt habe ich mir eine neue geholt, eine 2,5 Zoller. Und mit USB 3 Anschluss und allem. Mein PC unterstützt zwar keinen USB 3 Anschluss. Aber es ist trotzdem deutlich schneller. Schreibgeschwindigkeit und Abrufgeschwindigkeit haben sich fast schon verdoppelt. Im Gegensatz zu alten. Das nutzt ja aber jetzt irgendwie immer noch nichts. Die Maps brauchen immer noch lange zu laden. Muss wohl ein Problem von World of Tanks sein, denn davor lief es ja auch super. Nun gut, ein paar Vorteile hat es jetzt natürlich schon. Jetzt mal abgesehen von World of Tanks. Kann ich natürlich ein paar Dinge schneller laden und womöglich auch schneller rendern. Und so, ne? Ja, dummerweise gibt es da nun ein Problem. Denn aus irgendeinem Grund verträgt sich meine neue Webcam nicht mit den Festplatten. Das ich überhaupt nicht verstehen kann aus irgendeinem Grund. Ich mach mal hier gerade mal hier Musik wieder an. Ich habe jetzt sowieso nicht vor, irgendwie heute Musik laufen zu lassen. In letzter Zeit habe ich mal wieder überhaupt keinen Bock auf Musik, ja. Da hat man mal immer wieder Phasen, wo man eine Zeit lang Musik hört. Und dann gibt es wieder eine Phase, wo man auf gar nichts Bock hat musikalisch. Jetzt auch, wo ich ziemlich lange Project Diva gezockt habe. Habe ich auch in letzter Zeit überhaupt keine Lust wirklich auf Vocaloid-Sachen. Aber ich bin zuversichtlich, dass da irgendwann wieder eine dieser Phasen kommt. Ah, fucking shit, jetzt ruckelt hier nicht rum, verdammt nochmal, jetzt sind hier überall feindliche Panzer. Kritischer Treffer. Letztens habe ich eine Runde gespielt, einfach mal so. War ziemlich cool. So, jetzt zurückziehen und hinter mir versucht ein kleiner leichter Panzer mich fertig zu machen. Das ist vielleicht nicht so gut, dass ich hier meine mein Heck offenbare. Naja gut. Ich habe immerhin 3 angeschossen, das wird den hoffentlich unterstützen, meine Truppen, aber wir wissen ja, wie die sind. Ach ja, den KV-1 wollte ich eigentlich hochspielen, damit wir uns endlich den dummen KV-1S leisten können. Genau. Über die Zeit sind ja ziemlich viele Credits zusammengekommen. Wir haben beinahe 1 Million Credits. Unglaublich! Ensk. Ja, die überarbeiten gerade alle Maps. Das ist ja unglaublich. Ich frage mich ja, wann das nächste Update kommt. Das wird der japanische Panzer beinhalten. Endlich! Aber der japanische Panzer von World, was sag ich denn? Von Girls und Panzer ist immer noch nicht dabei. Nun gut, es gibt zumindest einen Panzer, der so ähnlich aussieht und auch das Nachfolgemodell davon ist. Und darauf freue ich mich persönlich schon. Japanische Panzer sind zwar jetzt nicht so viele, aber es ist eine gerade Linie, mehr oder weniger. Los geht's! Ja, also dann. Marder 38T. Was die alles aus den kleinen tschechischen Panzern rausgeholt haben, ist wirklich Wahnsinn. Ich möchte euch kurz auch noch daran erinnern, dass World of Tanks einen eigenen YouTube-Account hat und die da ziemlich gute Sachen auch hochladen. Darunter auch die witzigsten Random-Momente, da sind natürlich welche dabei, die meine nicht schlagen können. Wollen wir andersrum. Die meine locker schlagen, ja, so wollte ich sagen. Es sind wirklich witzige Dinge dabei. Es ist immer wieder witzig, wenn irgendwelche Panzer auf andere Panzer drauf landen.
Und außerdem gibt es da eine Besichtigung eines echten KV-1. Was sag ich? Obwohl, noch ein KV-1 gibt es, glaube ich, auch. Aber ich meine vom Dings, vom... Ui, gleich ist er down. Vom Hetzer meine ich natürlich. Meine Kette ist immer noch down. Der hat meine Ketten, glaube ich, lahmgelegt, oder? Mit Absicht. Jetzt. Kette wieder funktionstüchtig, los geht's. Und da feuern sie schon mit Artillerie. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Es läuft ja wie geschmiert heute mit dem. Was ist denn los? Was waren das überhaupt? Achso, Panzer Selbstfaller fette 4S. Immer nicht so langen Namen. Überrasche. Haben sie böse erwischt. Kritischer Treffer. Da hat er gegen das Gebäude geschossen. Ha. Heute habe ich irgendwie Glück. Was ist denn da los? Ein T-82. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Naja, Stufe 3 Panzer haben natürlich keine Chance gegen schwere Stufe 5er. Da ist noch eine M37 Priest. Basierend auf dem M3 Lee Modell. Wusste ich gar nicht. In Company of Heroes sah es immer so aus, als würde es auf dem Sherman basieren. Ich glaube, da wird es auch gesagt, dass er auf dem Sherman basiert. Aber in Wahrheit ist es der M3 Lee. Hat er also doch noch irgendwie eine Verwendung gefunden? Ich weiß noch, wie ich mich mit dem abgequält habe und aus irgendeinem Grund nehmen die gegnerische Fraktion gerade den Stützpunkt in der Mitte ein. Da müssen wir jetzt natürlich irgendwie hinkommen. Und zwar schnell. So schnell, wie es halt geht, ne? Eine Panzerfahrt ist lustig, eine Panzerfahrt ist schön. Ja, und von meiner letzten Folge hat es die Audio, nicht die Audiospur, das ganze Video auf YouTube versammelt. Das muss man sich mal überlegen, was ist denn da los? Panzerbrechend. Was ist da los? Nimm der Horst. Da kommt der Sherman. Ah, verdammter Sherman. Wir denken immer, die Nachladezeit ist so lang vom KV-1. Das hat ihn hoffentlich eingeschüchtert. Nein, das ist erst recht Kamikaze. Einmal kurz warten. Der denkt jetzt... Ah, oh, ich hab den gleich. Was nun? Haben die jetzt gewonnen? Verloren? Naja. Wir nehmen nicht mehr ein. Es ist mal wieder so unglaublich ruhig. Erwischt. Versucht's doch nicht. Ein Panzer ist noch übrig, das ist der KV. Ah, KV-1! Egal, das gewinnen wir und ich bekomme die schöne volle Punktzahl. Ne? Jetzt muss ich aber gerade mal nachschauen. Einen Moment bitte. Ob ich... Ja, Half-Size, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, ich nehme hier in irgendeinem Scheiß-Format wieder auf. Half-Size ist echt bequem, denn man macht gerade mal die Hälfte der Videos. Komm, komm mit Kamera, warum nicht? Mein Gott. Das Ding ist zwar echt scheiße in der Nachladezeit und man kann die Nachladezeit auch nicht verändern, außer man levelt die Crew irgendwie hoch, aber selbst dann, naja. So, gegen was zockt man denn da? Das sind, soweit ich das sehen kann, alles Stufe 2er? Wobei der Medium 2, die da oben könnten Stufe 3 sein. Ne, sind alle Stufe 2er hier. Die Map wollen sie jetzt auch noch überarbeiten. Oder haben die nicht sogar schon überarbeitet? Ach, weiß ich gerade nicht. Ja, Leute. Freut euch, ich hab ein T7 Combat Car mit euch. Legen wir los! Cruiser 3, okay, den merke ich mir. Yeah!
weiß gar nicht, was ich mit dem, wie ich den spielen soll. Als irgendwie Kanonenfutter, schnelles Flankenmanöver. Ich habe nie eine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Wir gehen erstmal auf die Insel und bekommen bereits Beschuss rein. Siehe an. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Wir haben sie nicht mal, sie haben die Waffe, sie nicht mal angepasst. Da klingt kein Treffer durch, das war ein, ah, der T-18, gut. Was soll man auch gegen T-18 machen? Das möchte ich ansehen. Ja, 37.000 Credits. So muss das laufen, 1.700 EP. Gut, ich habe, denke ich, genug freie EP gesammelt. Und ja, den reparieren wir, den guten, noch. Ja. Oder wie viel wären das jetzt? Ach ja. Und er kostet 900.000. Oh. Mein erster Stufe 6 Heavy. Ich habe keinen Garageplatz frei. Merke ich gerade. Die Frage ist auch, wie viele Garagenplätze habe ich frei? Ich meine, ich habe das Cesium. Na gut, auf jeden Fall hier KV1 zu. War eine recht schöne Zeit und so. Und naja, du weißt schon. Hier habe ich noch Schüsse, ich Besatzung, kommt zur Kaserne. Bestätigen Sie den Verkaufserlös. Gut. 215802. Nicht genug Betten in der Kaserne? Aber wir hocken da rum, hä? Wo haben die gedient? In der Wespe. Dann haben wir hier noch so irgendwelche Briten. Wo waren die denn? In der Fickers. Ah. Also weg mit dir. Ja, ihr seid sowieso 50er. Einfach mal alle 50er weg hier. Ich brauche euch nicht. Okay. Also, hier, du, Medium. Weg. So. Oh, wir haben noch M3 Liebesatzung und vom A20 auch noch. Cool, cool. Ah, hier ist noch einer. Weg. So. 5 Russen haben Platz, ihr werdet gleich im neuen KV1 eingesetzt werden. So, die kommen zur Kaserne, ja, nochmal 215802 verkaufen. Okay, ich habe einen Stellplatz frei, das ist gut. So, jetzt hier schwere Panzer. FVK. Russisch, KV1S. Ohne Besatzung. Kaufen. Und hier haben wir ihn. Der sieht ja interessant aus. Okay. Jetzt kommen hier erstmal die ganzen Kommandanten wieder rein. So, du kommst rein, du kommst dahin. Du bist Fahrer. Du kommst noch und so. Ja, also jetzt müssen wir die erstmal wieder alle umlernen. Ausbildung, aktuelles Fahrzeug. Ja. Die sind sogar recht gut, sehe ich gerade. Mit 68%. Ist nicht schlecht. Und ich meine, der Panzer verhält sich ja jetzt auch nicht wirklich anders da. Schätze ich jetzt auch mal. Jetzt wird Shifty reinschreien. Ei, der verhält sich ganz anders, du Sack! Ja, ja. Schon gut. Beruhig dich. Mal schauen, was wir jetzt schon alles in den Reihen bauen können. Wir können hier... Okay, da ist der neue Turm und dann könnten wir zum IS gehen oder zum KV-13. Mal gucken, wo läutet denn der KV-13 hin? Jetzt sind wir hier. Der KV-13 läutet in die mittlere Panzersektion und der IS in die schwere Panzersektion bis zum IS-7. Okay, ich bin ja mehr oder weniger für den Josef Stalin als für den IS. Dann könnten. Gut, wir könnten noch zum MT-25 gehen. Aber gut.
Trotzdem, können wir jetzt schon irgendwas in den einbauen? Nein, nein, nein. Können wir nicht. Gut. Wir könnten uns eine andere Kanone kaufen. 13 Feuergeschwindigkeit. Mittlerer Schaden. Armor Piercing. Gut, kaufen. Ab ins Lager, das ist immer so ein Rumgekacke hier. Die verkaufen wir. Andere haben wir nicht mehr, oder? Was haben wir denn hier noch so? Haben wir hier noch irgendwas vom KV1? Don't seems that way. Gut. Dann haben wir jetzt hier den KV1S und wir spielen auf jeden Fall, wo ist er denn, die 122er hin. Weil die halt alles mit einem Schuss platt macht. Das war deren Weg. Was haben wir dann hier noch? Okay, eine größere Kanone. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal mit dem. Oh, Munition brauchen wir natürlich wieder. Kann sich nur um Stunden handeln. Dann, okay, so viel Schuss brauchen wir auch wieder nicht. Können wir euch mal 30 Schuss kaufen. Hier für 15. Ist viel sparender. So, auf geht's. Ja, Stufe 6, ne? Und endlich bin ich mal in Lobbys, wo ich als einer der größten zähle. Hier so Panzer wie M3 Lee Covenanter und Stuart haben doch keine Chance gegen mich. Seht ihn euch an, prähistorisches Meisterwerk russischer Ingenieurskunst. Ja, und wir haben hier auch Level 4er. Und, ja. Dem Gegnerteam haben wir ein Nashorn. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Los geht's! Und ich freue mich schon auf den nächsten Motor, den ich kaufe. Ja, das wird ja wieder lange dauern, bis ich hier irgendwie. Aha. What the fuck? Wohin kann der sein Geschütz hinbiegen? Der kann ja zurückschießen. Oh Mann. Achtung, Panzer selbstfaller Fette, da ist ein feindlicher Panzer hinter mir. Okay. Oh Mann. Ohne Scheiß, wenn der richtig steht irgendwie auf einem Berg, dann kann der zurückballern. Oh. Da hinten sind sie ja. Der Covenanter. Domination. So denn. Da. Oh, naja gut, der Schuss wäre sowieso drüber gegangen. Auf der Seite kommt Panzer. Flankenmanöver, das wäre doch was, aber die sind hinter dem Scheißberg da hinten. KV2 ist auch noch gleich dort. Was heißt eigentlich das S beim KV1S? KV1 Super! Oder Stalin, oder? Die haben doch irgendwie ihre Panzer immer nach irgendwelchen Politikern benannt. So, jetzt können wir hier erstmal ein bisschen stehen bleiben und die da schön beschießen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Scheiß Churchill. Der ging voll durch ihre Panzerung. Nein! Der ging voll durch ihre Panzerung. Die versuchen alle mich irgendwie platt zu kriegen, aber kommen nicht durch meine Panzerung durch.
Wer schießt jetzt auf mich? Ich habe das nicht verstanden. Was schießt vor allem von da auf mich? Abpraller! Oh. Kette beschädigt. Ach Mann, was ist denn das für ein Kampfgeschütz? Wir sind bewegungsunfähig. Wir haben sie böse erwischt. Ja, der Scheißturm, durch den kommt halt nix. Das war's für uns. Raus hier. Ja, gut, Kaffee 2. Die Dinger haben auch eine richtig dicke Kanone. Da kann man auch nichts machen. So, was ist mit dir eigentlich passiert? Interessiert mich nicht, du bist scheiße. So. Also ab. Ich brauch dich. Jagdpanzer 4. Hust. Im Fernsehen kommt gerade Sailor Moon. Ist das Kind nackt? Mein Gott, wie könnt ihr sowas nur um diese Uhrzeit ausstrahlen? Ja. Das kommt davon, wenn man dem Kind keine Windeln ansieht. So, wieder diese Karte. Und wieso habe ich diese Soundkulisse noch? World of Tanks, fix your shit. So, jetzt geht's aber los. So, dieser Busch wird mir hoffentlich Deckung geben. Oh, da hinten sind welche. Nein, ernsthaft? Da hat sich wohl einer versucht, Warthog zu nennen. Heißt aber Warthook. Oder Warthack. Je nachdem, wie man es ausspricht. Ah, goddammit, das kann ich nicht mehr auf den zielen. Boah, der Sack, der hat sogar Teilgedeckte. Mehr oder weniger. Ja, was soll ich jetzt auch machen? Oh, nehmen wir. Ach, das ist ein Cromwell. Das sah gerade auf den ersten Blick aus wie ein Tiger. Boah. Scheiß Artillerie. Ich verpiss mich. Genau, ich verschwinde natürlich an die Front. Wohin denn auch sonst? Ich wollte Arma 2 Mini-Tutorials machen. Dann schaue ich auf YouTube nach, ob es das sowas vielleicht schon gibt. Und ich wollte was zu dem DAGR machen. War dementsprechend enttäuscht, dass es schon 2 Seiten voll davon gab. Aber ich glaube noch nichts Deutsches. Und Jeremiah Rose hat den nur kurz angesprochen in seinem Ace Tutorial. Okay, dann ist die Selbstfallerfette. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ist aber auch ein dickes Ding, hey. So, ein Kill, noch kein Schaden kassiert. Und sie wollen alle an der Front sein. Der ging voll durch ihre Panzerung. So gehört sich das. Jetzt räumen wir das Feld von hinten auf. Von hinten. Nein, eine AT-8, ich hasse euch. Ah. Wir haben sie böse.
Egal, hinten geht's gut durch. Der ging nicht durch. Ach, du willst mich doch verarschen. Nein! Oh, da steht er. Da kann man sich dran totbeißen. An dem Ding. Okay, da ist gut, da ist gut. Komm, schnell, 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 schnell! Nein, du bist wieder verarschen! Mit der dicken Panzerung von denen nicht klar. Eine Runde noch. KV-1S. Was ich aber bemerkt habe jetzt gerade, es läuft flüssig. Es läuft wirklich sehr flüssig. Keine Framerate-Einbrüche. Wir sind auf konstanten über 20 FPS. Das ist nicht schlecht. That's not bad. Na gut, ich werde jetzt gleich sowieso bestimmt noch Arma 2 eine Runde aufnehmen. Ich habe da was vor. Ist sowieso gerade keiner auf dem Server, wie ich das sehe. Ich möchte alleine losziehen mit einem Scharfschützengewehr und Ausrüstung und mal ein bisschen von Feinden besetztes Gebiet sichern. Hört sich in der Theorie zwar schön an. Ja, ja, hier Schleichmission, Schalldämpfer. Schön, schön, ja. Am Ende wird sowieso wieder eine totale Katastrophe. Vor allem alleine gegen die ganze KI. Die an komischerweise selbst auf 2 Kilometer noch sehen kann. Naja, auch nicht immer. Es ist ja die Ace-KI, die ist auf jeden Fall fairer als die normale Vanilla-KI. Warum bin ich vorne? Ich will nicht vorne sein. Ich fahre hier lang. So. Kann ich da den Balkon einreißen? Nein, den Balkon kann ich nicht einreißen. Oder Terrasse. Hier ist ein normaler KV-1. Hier sieht man auch gut die Unterschiede. Was ist hier los? Ist doch die SU-100. Hier los. Panzer 38NA, was hat der hier verloren? Where are they? Da kommt ja einer. Es gut, sieht der die Dörpe? Babble Bubi? Was wird denn das jetzt? Versteckspiel? Angst? Ich hab Angst. Okay, eine Hellcat. Gegen was habe ich jetzt geschossen? Da ist ein Hetzer. Was haben wir da neben mir? Oh, ein KV-1. Eine unserer Ketten ist zerstört. Was, weil er hat mich jetzt getroffen? Unser Benzintank wurde getroffen. Eine FV-30. Oh, wo ist die Artillerie? Kette wieder funktionstüchtig, los geht's! Nö. Where it's so easy. Der ging voll durch ihre Panzerung. Alter, der hat Tiger Turm, Tiger Chassis. Erwischt. Kommt halt nicht. Das hat doch nur noch 1%. Soll er doch nicht rumkacken hier. So ist gut. Da vorne ist jetzt noch der Hetzer. Ihr habt Angst vor dem Hetzer? Ernsthaft?
dann einfach noch meinen Kommandanten erwischt. Der ging nicht. Was? Durch. Kann nicht sein. Ob ich denn drauf geschossen? Wow. Da flieht sie. Da flieht sie, die verdammte FV-304. Fag me. So, okay. Der Turm ist auch riesig. Der ging voll durch ihre Panzerung. Das Geschütz ist so groß. Ah! Oh! Herzlich willkommen bei Seltsame Geräusche. Es steht gar nicht so schlecht. Es ist nur noch Artillerie, Panzerjäger und ein schwerer Panzer von dem übrig, der jetzt auch gerade zerstört worden ist. Also nur noch Panzerjäger, also zwei Hellcats. Gut, die sind noch gefährlich. Und dann noch eine andere FV-30... Ach nee, die FV-308 ist jetzt geflüchtet, oder? Ja, und Sturmpanzer 2. Der Sturmpanzer 2 wird ja wohl unser kleinstes Übel sein. Die zwei Hellcats sind in der Mitte der Karte. Kämpfen da gerade mit einem anderen. Da vorne ist der Sturmpanzer. Zerstört. Was hat den jetzt zerstört? Oh, die... Alter, wie schnell ist denn die? Wie konnte die jetzt... Die ist ja wahnsinnig schnell abgehauen. Ich warte jetzt hier. Gibt ja noch Punkte, ne? Wenn man was einnimmt. Und da ist auch der letzte Panzer kaputt gegangen. Eine erfolgreiche Runde mit unserem Panzer hier. Und mit dem Jagdpanzer 4 haben wir auch noch gleich gewonnen. Schön, schön. Wie lange dauert es bei dem Guten hier noch, bis wir zu unserem... Ach ja, 60.000 EP, ne? Ich denke, das wird noch eine ganze Weile dauern. Wir werden noch eine Weile mit dem spielen und bis dahin werden wir bestimmt auch wieder... Wie viel kostet der? Oh, 1,3 Millionen haben. Ganz bestimmt. Nun gut, bis dahin dauert es ja noch eine Weile. Und das heißt, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder mit unserer aktuellen Aufstellung. Es sei denn, ich bin jetzt irgendwann völlig verrückt geworden und zock eine ganze Woche durch. Aber ich schätze, dazu wird es nicht kommen. Auf jeden Fall, bis dann, wenn es wieder heißt, Panzer vor.